Hallo und herzlich willkommen zu meinem mittlerweile 18. DVD- und Blu-ray-Update. Ich zeige euch wieder die DVDs und Blu-rays, die ich mir in den letzten, es ist schon weit über einen Monat her, gekauft habe. Wir fangen auch gleich an, es sind einige dabei. Serien, diesmal nur eine und mit der fange ich natürlich wie immer an. Und zwar habe ich diesmal The Twilight Zone, aber nicht das klassische Twilight Zone, sondern nein, es gibt auch eine Serie aus den 80ern. Und hier habe ich die komplette Serie, es gibt drei Staffeln. Es gibt übrigens auch noch ein weiteres Remake oder eine weitere neue Twilight Zone Serie, die war Anfang 2000. Ich glaube, die hat moderiert Forest Whitaker. Die wurde aber ziemlich schnell wieder eingestampft, qualitativ wohl nicht so gut, habe ich selbst nie gesehen. Aber das ist jetzt hier die Staffel, die Serie aus den 80ern, die versucht so ein bisschen die Stimmung des Originals einzufangen. Ich habe jetzt gesehen so circa die ersten 5-6 Folgen der ersten Staffel und kann gleich mal eins vorweg sagen, das ist natürlich nur meine Meinung, die Qualität und die Orga und die bahnbrechenden Ideen der ersten Serie aus den 50ern von Rod Serling hat diese Serie nicht. Ich fand die Storys, die ich bis jetzt gesehen habe, lahm, relativ langweilig und sehr vorhersehbar. Wo das Original Twilight Zone mich doch immer wieder überrascht hat, mit Ideen und mit Twists am Ende, ist das hier relativ lahm. Wir haben hier ein paar bekannte Regisseure und auch Darsteller dabei, die hier mitwirken. Zum Beispiel als Gaststars haben wir Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren, John Carradine, Elliot Gould, den ich jetzt nicht kenne, und auch einige bekannte Regisseure, die dort mitwirken. Zum Beispiel möchte ich nur erwähnen, dass Wes Craven hier auch Regie führt. Ich glaube sogar beim Pilotfilm. Ich kann euch mal kurz, ganz kurz die Staffel zeigen. Hier haben wir Staffel 3, 2 und 1. Stinknormales Artwork, nichts Besonderes. Und wie gesagt, es fehlt der Glanz des Originals. Es sind auch ein, zwei Remake-Episoden von Original Twilight Zone-Episoden dabei. Die haben mir jetzt auch nicht so gefallen. Da habe ich mal kurz reingeguckt. Nett, aber wenn Twilight Zone, definitiv das Original. Wie ihr mal im letzten Rebuy-Unpacking sehen konntet, bin ich ja momentan so ein bisschen im Schwarzenegger-Fieber. Und ich habe hier nochmal zwei Filme von ihm. Einmal Kindergarten-Cop, It's Not a Tumor. Oh Gott, ich kann Arnold nicht wirklich gut nachmachen. Einer der besseren Arnold Schwarzenegger-Komödien. Ich finde seine Komödien nicht immer sonderlich interessant und lustig. Aber die war okay. Arnold Schwarzenegger, der undercover in einem Kindergarten ermitteln muss. Ja, ich finde es auf jeden Fall besser als Twins und Versprochen ist Versprochen. Für mich vielleicht seine beste Komödie. Dann The Sixth Day. Dieser Film ist auch irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, wie die meisten Arnold Schwarzenegger-Filme von Anfang 2000, Ende 90. Ein interessanter Science-Fiction-Thriller. Klone, ein bisschen überdreht, aber mit relativ guten Schauspielern wie Robert Duvall und wer spielt noch mit Michael Rooker. Hat mir gut gefallen mit einigen witzigen Elementen drin. Ich möchte nur diese sprechende Puppe erwähnen, bei der fand ich äußerst amüsant, muss ich wirklich sagen. Ein interessanter, kurzweiliger Action-Science-Fiction-Film mit dem guten alten Arnold. Dann weiter, A Premium Rush, den habe ich ja schon ein Review drüber gemacht, das könnt ihr sehen, ich denke mal, ich verlinke es hier. Hatte ich damals aus der Videothek ausgeliehen, jetzt habe ich ihn mir geholt. Ich finde, ein absoluter, sehenswerter, unbekannter, kleiner Action-Thriller mit Michael Shannon und, wie heißt der gute, warum kann ich mir Schauspieler nie merken? Warum steht er da nicht? Er ist der verdammte Hauptdarsteller. Warum steht denn das da nicht? Ach, vielleicht sollte ich mal hier oben gucken. Mit Jason Gordon-Levitt, wie man den auch immer ausspricht. Ich finde so ein bisschen im Stil von Lola Rent. Hat mir sehr gut gefallen. Ein bisschen überdreht, aber definitiv sehenswert. Dann End of Watch. Ich habe nicht wirklich viele Cop-Thriller
Aber der hat mir sehr gut gefallen und nicht, weil Wackelkamera mit drin ist, das war eine Tatsache, die ich gar nicht wusste, denn der eine Cop, gespielt von Jack Gyllenhaal, trägt nämlich eine Kamera bei sich. Der Film ist nicht komplett im Found-Footage-Stil, sondern wird auch mit normaler Kamera gezeigt. Allerdings ist die Kamera doch stellenweise sehr hektisch. Man könnte wirklich meinen, man ist in einem Found-Footage-Film. Zwar eine relativ vorhersehbare Story über zwei Polizisten, die in L.A. ihre Streife tun, sehr ähnlich wie Training Day, weil ich gerade sehe hier von dem Machen von Training Day. Aber eine sehr, sehr gute ein sehr unterhaltsamer Actionfilm, ich finde. Dann, warum ich mir den gekauft habe, weiß ich ehrlich nicht, das ist fast schon peinlich, aber ich zeig's mal, habe ich gebraucht, in der Videothek gekauft. Clever und Smart, und ich wollte ihn erst nicht kaufen, denn mit den Stimmen von Erkan und Stefan und nein, das passt nicht, aber mir wird nichts anderes übrig bleiben, denn das ist ein spanischer Film und Spanisch kann ich nicht. Vielleicht gucke ich ihn mit Untertiteln mal schauen, weil Erkan und Stefan wollte ich mir jetzt nicht unbedingt antun. Warum ich mir gekauft habe, ich habe früher als Kind sehr, sehr gerne die Clever und Smart Comics gelesen, und deswegen, ich wusste gar nicht, dass es eine Realverfilmung gibt. Ich meine, da bin ich doch schon recht gespannt drauf, wie man Clever und Smart, denn die Disc ist gar nicht drin, wunderbar. Ah, die Disc ist im Player, vielleicht sollte ich mal, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis, naja. Wie gesagt, da bin ich auch recht gespannt drauf. Okay, weiter geht's mit Found Footage, aber nur, versprochen, nur ein einziger Film, ganz kurz und schnell. Severed Footage, oder wie man den ausspricht, ein paranormales Thriller. Hauptsache, man hat das Wort paranormal auf das Cover geklatscht. Der Film ist aus den USA, in Deutschland nicht erschienen, und ich hoffe und bete, dass der auch in Deutschland nicht erscheint. Der Film ist mittelmäßig bis schlecht, würde ich sagen. Der Cast ist viel zu jung, man nimmt es den nicht wirklich ab. Er hatte einen etwas billigen Jumpscare, wo ich tatsächlich erschrocken bin, aber eigentlich nur, weil die Soundeffekte zu laut waren. Ansonsten kommt nicht wirklich Stimmung auf. Nichts Besonderes. Ich glaube, den ist der sogar von Amazon On Demand gewählt. Das heißt, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ein Film, der wirklich nur Hardcore-Found-Footage-Fans sich ansehen sollten. Ansonsten weg damit. Und weiter geht's mit Julia X. Habe ich allerdings noch nicht gesehen. Mit Kevin Sorbo, bekannt aus Hercules. Den seine Karriere hat ja auch eine interessante Wendung genommen. Vom Serienstar jetzt hat er schon in ein paar etwas Low-Budget-Filme mitgespielt, möchte ich mal sagen. Es soll ja relativ hart sein, Torture-Porn vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich habe noch nicht gesehen, erwarte nicht so viel, aber ich bin mal gespannt. Kevin Sorbo in einem Horrorfilm hatte ich selbst jetzt das Vergnügen noch nicht, deswegen bin ich doch mal ziemlich gespannt drauf. Jetzt geht's weiter mit den Blu-Rays. 1, 2, 3, 4, 5 Stück sind es an der Zahl. Und wir fangen an. Oh, jetzt haben wir, ich habe gelogen, tut mir leid. Hier ist ja doch nochmal Found Footage. Sorry, das ist mir gar nicht aufgefallen. The Bay. Körperfresser, Parasiten, Matschfilm, würde ich sagen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Obwohl er Found Footage ist. Das soll allerdings relativ gut sein, so was ich bis jetzt gelesen habe. Aber das kann ich weder bestätigen noch verneinen. Wie gesagt, habe ich noch nicht gesehen. Weiter geht's. Den habe ich gesehen und das ist ein absoluter Klassiker. Der sollte eigentlich jeder in seiner Sammlung haben. Natürlich rede ich von Terminator 2. Nochmal Schwarzenegger jetzt hier als Blu-ray. Ich hatte den Film überhaupt nicht gehabt. Ich habe natürlich gekannt. Als Kind des Öfteren mal gesehen, als Teenager. Aber jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr, und egal, der Film ist einfach ein absoluter Action-Klassiker. Vielleicht einer der besten Action-Filme überhaupt, kann man das so sagen. Für mich zumindest mit Aliens einer der besten Fortsetzungen aller Zeiten. Also James Cameron hat es wirklich drauf, zweite Teile zu drehen, das muss ich ihm lassen. Obwohl ich seine neuesten Filme wie Avatar jetzt nicht wirklich sonderlich toll finde. Aber dieser Film ist absolut fantastisch. Wahrscheinlich Arnold Schwarzenegger in seiner bekanntesten Rolle als Terminator, diesmal als Guter. Ich denke mal, der Film wird schon jeder gesehen haben. Die Blu-ray hat mir auch gut gefallen hier mit drei verschiedenen Filmfassungen, Director's Cut, Kinofassungen und was weiß ich noch alles. War alles sehr gut. Bild und Ton hat mir persönlich recht gut gefallen. So, weiter geht's
Einer meiner Lieblingsregisseure ist ja Hitchcock und jetzt ist hier der Film Hitchcock rausgekommen mit Anthony Hopkins als Hitchcock und Helen Mirren als seine Frau. Ich muss gestehen, ich mag Helen Mirren irgendwie überhaupt nicht. Das Einzige, wo es mir gefallen hat, war in Teaching Mrs. Tingle. Ansonsten halte ich von ihr nicht so viel. Und der Film dreht sich um die Dreharbeiten zu Psycho. Und was mir an diesem Film nicht gefällt, ist, es dreht sich eigentlich nur um die Ehe von Alfred Hitchcock und Alma, wie immer die auch hieß. Und die Dreharbeiten und die ganze Story um den Film Psycho sind eigentlich nur Hintergrundstory. Und für mich wäre es genau umgekehrt besser gewesen, und zwar, dass sie die Dreharbeiten zu Psycho ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt hätten und die ganzen Eheprobleme der Hitchcocks hätte man vielleicht ein bisschen runterspielen können, aber nein, es ist... außerdem finde ich, wird Alfred Hitchcock nicht ganz so dargestellt, wie er wahrscheinlich war, denn er war ja schon ein etwas bösartiger kleiner Mann, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz war er ein absolutes Filmgenie, also wirklich, ich liebe Hitchcock und seine Filme. Es gibt noch einen weiteren Film, dessen Titel ich jetzt natürlich vergessen habe, den blende ich jetzt aber ein, wo es um die Dreharbeiten zu dem Film Die Vögel geht und... dort, glaube ich, wird Hitchcock ein bisschen realistischer dargestellt. Obwohl ich den Film noch nicht kenne, der steht aber auf jeden Fall auf meiner Liste. Nichtsdestotrotz war Hitchcock kein schlechter Film. So, noch zwei Stück habe ich. Shootout, Stallone, Walter Hill, Action, bum, bum, bum. Ab ein paar coole Sprüche. Ich fand ihn nicht schlecht, gibt bessere, gibt schlechtere. Aber ich finde, wie Schwarzenegger Stallone kann man sich fast immer angucken. So, und der letzte, ihr dürft mal raten, was es ist. Hahaha, es ist natürlich Star Trek Into Darkness. Ich bin ja ein alter Trekkie, ich kenne jede Folge jeder TV-Serie, war in Star Trek 7, 8, 9 im Kino, die anderen Filme habe ich ausgelassen. Ich hatte ja so meine Probleme mit dem neuen Star Trek, muss ich zugeben. Der Film von 2009 mit der neuen Crew war nicht schlecht, war allerdings jetzt auch nicht so der Hit. Ich hatte so meine Probleme mit der Zeitlinie, aber man muss es einfach ausschalten. Es ist eine neue Ära Star Trek und jetzt hat mich diese neue Ära auch definitiv überzeugt, denn dieser Film hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Hier ist die Mischung sehr gut aus Story, Action, obwohl ich finde die Action auch wieder ein bisschen zu viel des Guten, aber okay. J.J. Abrams macht eine sehr gute Arbeit, bis auf seine vielen Lensflares, die langweilen mich doch mit der Zeit. Die Schauspieler sind eigentlich alle überzeugend in ihren Rollen, wie schon im ersten Teil, bis auf vielleicht Simon Pegg. Nichts gegen Simon Pegg, er ist ein guter Schauspieler, aber ich weiß nicht, so als Scotty kommt, finde ich ihn ein bisschen unpassend. Ich habe ja dieses Set hier mit der Blu-ray 3D, normale Blu-ray, DVD und eine Digital Copy. Ich habe den Film jetzt erstmal nur in 2D gesehen, obwohl ich auch einen 3D-Fernseher irgendwo rumstehen habe hier. Ich bin nicht so der größte 3D-Fan, da muss ich Lust drauf haben und ich hatte jetzt letztens keine Lust drauf, deswegen habe ich mir den Film in 2D angesehen und da war das hat mir auch gereicht, war gut. Ich denke allerdings, in 3D kommt er bestimmt auch nicht schlecht rüber, werde ich irgendwann mal reingucken. Wie gesagt, jetzt bin ich mit dem neuen Star Trek so ein bisschen versöhnt. Der noch kurz zum Bösewicht, gespielt von Benedict Cumberbatch, oder wie man immer den auch ausspricht, der gute alte Sherlock. Ich finde, er macht hier einen super Job, er ist wirklich sehr, sehr überzeugend. Achtung, Spoiler für die, die es nicht wissen wollen, er spielt ja in dem Film, Achtung, Spoiler in 3, 2, 1, er spielt Khan! Was ich wusste schon vorher, ich war verspoilert, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil Original Khan, gespielt von Ricardo Montalban, war natürlich, sah ein klein wenig anders aus. Aber ich finde, der neue Khan war genauso gut fast wie der alte Khan. Wie gesagt, ein toller Cast, tolle Action, ein toller Bösewicht. Und ich muss übrigens Thorsten von Thorstens Filmkritik zustimmen. Der Look der neuen Klingonen. Oh no, also bitte mit Piercings, also naja, damit habe ich auch so meine Probleme, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist fast so der einzige Kritikpunkt, was ich so an diesem Film auszusetzen habe. So, das war's auch schon, genug Gerede, ich glaube, das Update ist lang genug. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns wie immer dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.